Ich wollte mich einkaufen gehen, bin da runtergegangen und habe dann einen Schuss gehört. Und da ist dann eine Frau rausgelaufen und eine schwarze Frau, da schrieen Polizei, Polizei. Und dann habe ich gehört, wie die Frau, die angeschossen worden ist, geschrien hat. Und ich wollte reinlaufen und wollte helfen. Ich dachte, nein, ist nicht so gut, weil ich keine Maske habe. Ne? Und dann habe ich gesehen, wie dann ein Mann mit zwei Sackern rausgelaufen ist und ist uns so runtergelaufen. Mit einer Schutzmaske. Und ein Mann hat mir erzählt, dass er gesagt hat, ich soll sich hinlegen. Er, der Mann und die Frau. Aber die Frau muss aber weglaufen. Und wenn sie weglaufen ist, hat er auf die Frau dann geschossen. Dann. Genau. Super. Danke. Was ist denn genau passiert? Ein unbekannter männlicher Täter hat die Bankfiliale betreten, hat Bargeld gefordert, hat auch welches bekommen und ist dann in unbekannte Richtung mit einem Fahrrad geflüchtet. Auffällig ist, dass er eine Faustfeuerwaffe nicht nur mitgehabt hat, sondern auch verwendet hat. Er hat hier zumindest einen Schuss abgegeben und eine Kundin, soweit wir wissen, hier in den Rücken geschossen und so schwer verletzt. Die Frau ist allerdings derzeit in stabilem Zustand. Und die Fahndung läuft noch, oder? Fahndungsmaßnahmen sind noch aufrecht. Es ist natürlich aufgrund des Gefährdungspotenzials hier sehr viel an Polizei zugezogen worden. Natürlich auch Cobra Vega, der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Ein Personenspürhund ist auch im Einsatz. Allerdings bis jetzt leider die Sofortfahndungsmaßnahmen ohne Erfolg. Und parallel dazu natürlich laufen die Spurensicherungs- und Vernehmungsermittlungstätigkeiten des LKA Wien, die natürlich auch jetzt schon seit 1,5 Stunden anlaufen, wo wir uns natürlich auch Hintergründe und Informationen daraus versprechen.